Ach so, die Frage war noch, die Anerkennung... Findet immer neu, ja. Ja, das ist jetzt hier, sind da schon. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, da hast du 1991 mit, zusammen mit Herrn Peter Ramsauer dagegen gestimmt. Ja, Hartmut Koschig, also Minister und Staatssekretär. Wir haben gesagt... Warum habt ihr das gemacht? Wir haben damals eine große Protokollerklärung dazu abgegeben, sehr umfangreich, indem wir sagten, wir sollten mit der Grenzfrage auch alle anderen offenen Fragen, das waren diese leidigen Entschädigungsfragen, die sollten alle gleichzeitig mitgeregelt werden. Und wenn wir das gemacht hätten, dann wären manche Debatten, die wir hatten wegen der Entschädigung, jetzt preußische Treuhand und so, die wären überhaupt nie entstanden. Hm. Dann haben wir gesagt, nee, wir wollten eigentlich alles geregelt haben. Aber erkennst du persönlich diese Grenze an? Oder das haben wir sofort gesagt, in dem Moment, wo die Abstimmung war, ist das die für uns völkerrechtlich bindende Grenze. Aber du hast dagegen gestimmt? Ich habe dagegen gestimmt, mit dieser Protokollerklärung, so wie Peter Ramsauer, Hartmut Koschig und andere. Also Vertreter, auch die jetzt im Kabinett sind, mit denen dürften die Polen dann eigentlich gar nicht mehr verhandeln, mit dem Peter Ramsauer. Ja, so ist es doch nicht. Das wissen die Polen wahrscheinlich gar nicht. Och, die wissen es schon, die brauchen nur ein anständiges Feindbild. Und da mache ich, das gebe ich für die ab, sagte mir mal die Helga Hirsch, sagte, weißt du eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Helga Hirsch, die Historikerin, die war ja mal Kommunistin, eine ganz tolle, patente Frau, ist jetzt, war meine Mitstreiterin, sagte, du entsprichst so richtig dem Bild der Polen im Feindbild, groß und blond und so, das passt so alles. Nicht? Dann es geht nichts über ein anständiges Feindbild.